Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nein, ich habe keine grauen Haare. Ich finde, die sehen heute richtig grau aus. Vielleicht habe ich mir auch viel Puder reingeschmiert. Aber ja, meine Haare, also was da oben rauswächst, ist einfach cool-toned und unten ist warm-toned. Und ich habe so das Gefühl, es schneidet sich manchmal. Und ich finde, gerade mit dem Lichtern schneidet sich's ziemlich. Aber gut, ich höre auf mit den Haaren zu wurschteln. Und sage jetzt mal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen wieder Temu. Und zwar Temu Handtaschen. Super, super exciting. Ich habe sogar Temu Ohrringe drin. Aber genau, deshalb würde ich sagen, ich habe die Taschen, ich habe sie jetzt einfach in einen Karton. Sie sind teilweise noch verpackt. Ich hätte mir wahrscheinlich eine Schere hier hin platzieren sollen. Das habe ich nicht gemacht. Gucken wir mal, ob ich sie so aus, also zerreißen kann oder ob ich irgendwas Spezielles dafür brauche. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt hier mal eine Tasche. Seid ihr ready? Ich bin nicht ready. Also wir lieben ja, ich finde halt Temu wunderbar, weil man so viel sparen kann. Und es in dem Sinn dieselbe Qualität ist, wie wenn du das Doppelte dafür zahlst. Beim vielen Geschäften. Also, yes. Will ich aber sagen, let's open the first one. Und zwar, es ist ja ein Taschenhaul. Das habt ihr ja hoffentlich am Thumbnail und am Videotitel verstanden. Das heißt, wir haben nur Taschen. Nur Taschen, alle von Temu. Und ich werde sie euch auch noch zeigen, wenn ich sie sozusagen im Stehen, das wird an einem anderen Tag passieren, aber im Stehen werde ich es euch auch noch zeigen. Aber ich wollte es euch jetzt hier auch im Studio zeigen. Preise werden natürlich eingeblendet. Und ich würde jetzt sagen, genau, weil das, was, whoops, das, was ich nämlich so toll an dem fand, was ich so hübsch fand, ist, dass dann ein Tuch dazu kommt. Und das finde ich, sieht dann, warte jetzt, lasst mich das kurz befestigen und ich bin gleich wieder da. Die Tasche kommt auch mit so einem Ding. Ich werde die dann fürs Stehen, werde ich sie euch noch schön auspacken, aber jetzt lasse ich es dabei so. Aber mit diesem Tuch, da fand ich es eben super, super cute. Wirklich eine schöne Tasche. Wirklich, wirklich schön. Schön, hochwertig. Ja, ich werde jetzt dann immer so komisch im Hintergrund, weil es dann auf die Produkte fokussiert. Aber, A really pretty handbag. A really pretty handbag. Machen wir hier gleich weiter. Ich habe ein bisschen quer durch die Bank. Die ersten, die ich anscheinend jetzt hier erwische, sind eher mehr so elegantere. Die finde ich auch classic. Sehr, sehr classic. Oh, wow, guckt's mal. Die kommt hier so ein, also wie so ein Gürtelformat. Ich weiß ja zum Teil manchmal immer nicht, was ich bestelle. Aber die ist richtig edel, finde ich, die jetzt. Muss ich ehrlich sagen. Und die kann man halt so lang machen, wie man es halt will. Da kommt sogar so ein kleines Täschchen. Ups, kleines Täschchen ist da auch noch drinnen. Ja, da ist nur so ein Luftding drinnen. So ein Täschchen bekommen wir auch noch dazu. Super classic, schöne Tasche. Muss wirklich sagen, die finde ich einfach sehr, sehr klassisch. Also hier ist, da sieht man auf jeden Fall nicht, dass es eine günstige Tasche ist. Die nächste, die wir hier haben, ich glaube, da gab es auch ein Tuch dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Weil hier muss ich sagen, ups, ups, hier gibt es auch wieder so ein Verlängerungsdingsi-Bumsi. Finde ich jetzt, ich finde es so, finde ich es wenn dann schöner. Und eben, ich habe dieses Aufsetzding, weil das war eben das, was nicht da, also was nicht da drauf war. Finde ich jetzt so mittelmäßig. Ich finde das da oben nicht so schön, dieses schwarz und goldene. Weiß nicht, ob das so ein Foto war oder ob das nicht so rübergekommen ist. Das finde ich halt ein bisschen, ja, mittelschön. Grundsätzlich, ja, die ist jetzt eher weniger mein Fall. Ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber ja. Dann haben wir hier die nächste. Das ist etwas Schwarzes, ich pack's aus. Das ist, glaube ich, einfach eine schwarze Basic-Tasche. Also kann ich jetzt nichts Negatives. Ist jetzt auch nicht super speziell. Einfach eine schwarze, mittelgroße Basic-Tasche. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Ist jetzt auch ein Wow-Moment, aber nicht schlecht. Ich sag's ja, es sieht schon aus wie, ich weiß nicht was. Ja, genau. Und die fand ich so cute, weil die eben auch, es gab viele so Taschen mit Perlen. Und so sieht die dann eben aus. Also irgendwie so halb drüber. Genau. Und die fand ich, die fand ich süß mit der Masche. Die fand ich einfach
Fand ich einfach sehr, sehr cute. Das ist auch so ein Plastikledermaterial, also so ein Plastik eigentlich. So eine süße Tasche. Doch, die finde ich irgendwie cute. Ja, die hat irgendwas. Das ist natürlich, ich glaube, also wenn, aber ich glaube, nichts ist jetzt irgendwie Leder oder sonst. Jetzt ist alles nur so billiges Plastik. Hier haben wir noch eine Tasche. Wir haben noch vier Taschen haben wir danach noch. Oh, wow, das ist eine Balltasche. Und die ist wirklich schön. Das ist, und dann hast du hier eben diese Kette. Die ist richtig, richtig schön. Guckt's mal. Die ist richtig toll. Wow. Die ist super. Voll hübsch, die Tasche. Voll schön für den Ball. Das ist so Samtmaterial. Die finde ich richtig schön. Wow. Die macht gerade richtig Freude. Das war definitiv ein Hit. Jetzt gucken wir, was das nächste ist. Ah, und übrigens, ich habe natürlich nirgendwo Zoll gezahlt. Also bei mir ging alles supidupi wie immer. Kein Zoll. Hier kriegt man auch noch so ein kleines Täschchen mit dazu. Und auch hier wieder, also da sind sie anscheinend immer sehr, sehr konsequent damit, dass man immer auch so solche Henkelchen, sonst ist es eben so eine kleine Schüssel. Die finde ich auch sehr, sehr cute. Ja, die ist wirklich hübsch. Richtig hübsch, die Tasche. Nee? Richtig süß, muss ich sagen. Auch eine richtig, richtig cute Tasche. Jetzt gucken wir, was wir hier noch haben. Ah, ich glaube, es ist fast dasselbe Art von Design. Wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, sieht die sehr ähnlich aus vom Design. Auch hier gibt es wieder solche dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig montiert habe. Das war nämlich auch wieder extra dazu, diese Perlenkette. Vielleicht sollte ich sie weiter unten oder oben fixieren. Ich habe jetzt beschlossen, sie hier zu fixieren. Aber das ist eben so eine Perlenkette und eben in Weiß und auch das sozusagen dasselbe Motiv hier. Man kann natürlich auch das Perlending einfach weggeben und dann hat man so eine Tasche. Also das kann man ja dann auch selber entscheiden hier. Dadurch, dass das nicht fix angebracht ist, kann man das jederzeit runternehmen, wenn man das doch nicht so hübsch findet. Finde ich auch recht cute. Ich fand die Beige aber cuter, muss ich ehrlich sagen. Die war ich ja so gespannt, weil ich mir gedacht habe, ob die wirklich so hübsch sind. Jetzt glaube ich hier jetzt dieses Schutzding da wegnehmen. Aber die sind. Ich habe die nämlich auch noch in Blau. In Blau kommt sie auch noch. Weil von manchen Taschen musste man nicht zwei verschiedene Modelle kaufen, weil ich auch nicht verstanden habe. Aber gut, muss man vielleicht nicht verstehen. Ich habe noch so Papier, aber die ist der Hammer. Die ist der Hammer. Die ist super hübsch. Super hübsch. Das ist dann eben so ein Strickmuster und auch ein Strick, also Material halt. Und ja. Die ist gorgeous. Die ist wunderschön. Bin jetzt auch sehr gespannt auf Blau, aber wunderschön. Wunderschön. Richtig cool. Oh mein Gott. Die sind so hübsch. Das sind, glaube ich, fast meine Favorites. Die sind so hübsch. Die sehen so teuer aus. Also die sehen wirklich teuer aus. Die Qualität ist auch der Hammer. Also richtig toll. Richtig tolle Taschen. Richtig toll. Okay, jetzt werde ich sie euch noch schnell zeigen, wie ich sie oben habe, wenn ich mit Outfit und im Stehen und anderer Winkel und so, werde ich sie euch noch zeigen. Aber richtig coole Tasche. Ich muss sagen, richtig, richtig toll. Ich finde die einzigste, wo ich sage, das ist am wenigsten das, was ich mir vielleicht vorgestellt habe, oder ich weiß nicht mehr, oder ich habe es einfach so bestellt, man weiß es nicht. Ist sie vielleicht die hier? Ich werde sie dennoch, denke ich. Also ich werde sie auf jeden Fall benutzen. So ist es jetzt nicht. Es ist keine dabei, wo ich sage, ich würde sie nicht benutzen. Aber die wäre jetzt eher so eine, wenn ich sozusagen meine Bestellung nochmal machen könnte, würde ich die jetzt nicht bestellen. Den Rest. Also vor allem die haben es jetzt halt voll rausgerissen für mich. Ich finde die so süß und so toll. Und die fühlen sich, also sie fühlen sich, also sie sind auch schwer, aber es ist, glaube ich, das hier, dieses Goldkettchen. Aber ich finde, sie sehen einfach voll teuer aus. Ich finde, es sieht edel und teuer aus. Also richtig, richtig nice. Ja, das war ein Erfolg, würde ich mal sagen. Richtig, richtig coole Taschen, richtig. Hammer, Hammer. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Also ich kann euch auch Ballkleider und Taschen kann ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Die finde ich, das ist ein voller Erfolg.
Richtig nice. Temo rockt. Yes. Und dann schalten wir gleich um und ihr seht die Taschen in Action. Hallo meine Lieben. Und zwar, ihr seid jetzt da, um zu gucken, wie sehen die Handtaschen auf einem ganzen Körper aus. So kann ich es jetzt am besten beschreiben. Ich habe sie schon natürlich hier. Und wir beginnen natürlich mit der unvorteilhaftesten Tasche, die ich jetzt gerade genommen habe. Weil es eine schwarze Tasche ist und man das natürlich nicht ganz so toll sieht mit einem schwarzen Kleid. Aber hier seht ihr diese Tasche. Sieht das so aus, aus den Stoffen. Und ja, die finde ich jetzt... finde ich basic. Mit der ist jetzt nicht speziell. Das ist halt einfach so eine Umhängetasche. Yes, why not? Dann haben wir meine Favorites. Die finde ich so toll. Die sind so toll. Die kann man sich dann eben auch so quer drüber. Und dann haben wir hier auch so magnetisch und isn't it gorgeous? Ich finde die so toll. Ihr seht auch, wie sie runterhängt. Sie ist so süß. Super toll. Man kann sie natürlich auch so, damit sie noch länger. Dann haben wir diese Länge. Also kann man tragen natürlich, wie man möchte. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, ich hänge solche Taschen hänge ich einfach immer so quer drüber. Das ist jetzt die grüne. Weil ich es persönlich einfach am praktischsten finde, weil es einfach so drüber hängt. Aber auch die ist sie not really pretty. Und hier, wenn du es dann so haben willst. Also. Die sind definitiv so toll. Die finde ich aber auch unglaublich elegant. Die finde ich, ich finde, die hat irgendwas. Die hat so was Rustikales, aber auch so etwas, sie wirkt teuer. Ich weiß nicht, ich finde, diese Art von Tasche wirkt einfach teuer. Ja, kann ich jetzt so wirklich beschreiben, aber ich finde, sie wirkt teuer. Sie hat jetzt eigentlich nichts wirklich Teures an sich, aber... Ich finde, es wirkt einfach so klassisch toll. Die finde ich wirklich auch toll. Richtig, richtig toll. Dann haben wir hier diese Handbag. Wir haben hier, bei allen haben wir solche, die man sich drüber hängen kann. So würde ich persönlich nicht tragen und deshalb werde ich es jetzt auch nicht so tragen. Ich würde es vermutlich so. Ich bin halt so ein Halle. Also eine kleine Tussi. Kann ich jetzt nicht alles beschreiben. Oder man trägt sie einfach so. Lalala. Also so ungefähr. Aber auch die ist sehr, sehr cute. Und mit diesen Schalen auch wirklich schön. Und dann haben wir hier diese Tasche. Die würde ich wahrscheinlich dann doch mir die Umhänge dieser nehmen, weil ich sie so, finde ich sie, ja, ich weiß noch nicht. Aber ich finde halt oft, solche Umhängedinger können es dann auch zerstören und ich finde es dann nicht mehr so schön. Das weiß ich jetzt nicht, ob es bei dem hier der Fall wäre, bei dieser kleinen beigen. Und ich finde es halt oft, finde ich es dann nicht so schön, muss ich euch einfach sagen. Ich finde es dann, ich weiß nicht. Also vor allem, wenn dann so ein Henkelchen drauf ist. Aber, ja, das macht es jetzt aber nicht viel besser. Okay, das kann ich mir vielleicht noch verstellen, aber die weiß ich noch nicht, wie ich sie tragen würde. Aber ich finde sie, grundsätzlich finde ich sie echt nicht schlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sie so tragen würde oder ob ich sie dann doch, also man kann sie auch dann so tragen. So finde ich es jetzt nicht so schön. Oder ob es man dann doch einfach nur so trägt. Also weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber die würde ich jetzt auch nicht mit ihren... Also die haben auch solche... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also solche Verlängerungstaschenträger nennen wir es jetzt. Und die will ich jetzt auch so wahrscheinlich tragen. Und dann so... So... Tada, tada. Also das wird die für mich. Dann haben wir auch noch die hier. Jetzt haben wir eh schon alle durch. Und gedacht, ich habe so viel mehr, aber es waren doch nicht so viele, obwohl es doch sehr viele Taschen sind. Ich glaube, so viele Taschen habe ich ungefähr momentan in meinem Besitz. Also es ist schon Wahnsinn, wie viel man für so wenig Geld kaufen kann. Und ja, die würde ich auf definitiv auch so tragen. Ja, das ist auch für irgendwie, ist ja auch so ein bisschen so eine Sommertasche für mich. So, also ich würde es jetzt nicht so halten, aber halt so. Aber dann bin ich immer so, muss ich mich auf die Zehenspitze stellen, dass ihr mich dann noch sieht, wenn ich es dann so halte. Die kann ich mir schon vorstellen, dass ich da die Henkelchen nehme. Weil ich mir da denke, das ist dann doch ein bisschen, so ist halt ein bisschen, schon ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe solche Taschen halt nicht. Deshalb finde ich es wahrscheinlich unpraktisch. Ich mag halt vor allem im Sommer...
Im Sommer ist ja auch der Moment, wo ich solche Taschen trage, solche kleinen Taschen. Im Winter trage ich keine kleinen Taschen, weil mit dem Mantel und so finde ich es einfach total mühsam. Also das mag ich einfach nicht. Aber im Sommer trage ich hauptsächlich kleine Taschen, weil ich es einfach super, super cute finde, im Sommer einfach auch kleine Taschen zu tragen. So. Und dann müsste man das irgendwie so umdingsen, das umstellen muss ich noch. Und dann würde ich sie so nehmen. Super cute. Sehr, sehr süß. Voll cute. Kann man nicht sagen. Richtig, richtig süß. Sehr, sehr süß. Okay, meine Lieben. Das waren jetzt alle Handtaschen, die ich euch noch getragen zeigen wollte. Und ich muss sagen, sie sind super, super cute. Und ich freue mich über diese Schätze, die ich bekommen habe. Und bin auch hier total zufrieden, muss ich sagen. Wirklich auch ein Erfolg. Ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Freue mich total, die Sachen zu verwenden, also die Taschen zu tragen. Und ja, also finde ich richtig, richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren? Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!